Willkommen zurück hier im Falkenstein und beim Bau der Gartenanlage vom Kloster. Gestern haben wir hier schon gebaut und vorgestern auch und davor auch und wir machen heute einfach weiter. Und es ist immer noch der UFO-Mann-LP hier, also UFO-Mann halt, ne? Mal gucken, vielleicht kriege ich es hin, dass man den irgendwie verlinkt, dann würde ich nämlich einen Verlinken hier reinmachen von seinem Kanal. Und wie gesagt, ich gucke ihn gerne. Ich mag seine Art und Weise, wie er ist. Er ist für manche ein bisschen... Er ist anders, habe ich auch schon mal erwähnt. Aber ich mag das. Das ist das Schöne halt daran. So, also ich habe ja gesagt, ich möchte hier sowas wie ein kleines Plateau noch haben. Ich muss jetzt aber erstmal gucken, weil wir hier haben einzelne weg hier. Die Steine müssen hier weg. So, da kommt überall Erde hin. Hier auch. Und hier sowieso. Zack, 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 zack. Idealerweise wäre dieses Plateau ja so groß. Ja, wie die ganze Fläche hier, ne? Aber das ist zu viel. Das ist zu viel. Warum eigentlich nicht? Zack, 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 zack. Ach, schon wieder Erde. Das ist keine Erde, meine Freunde. Das ist keine Erde. Das ist nämlich Holz war das. Holzsamen. Und der Baum, der da ist, der braucht sich gar nicht einfallen lassen zu wachsen. Das kannst du gleich abschmatzen. Ah, ah. Und du auch nicht. So. Jetzt gehen wir hier rüber. Jetzt müssen wir das auch machen. Zack. Das Plateau, ja, ich hätte es... Warte mal, wie war das jetzt hier? 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und auf der Seite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Der 8. wird also so ein Stein. Also kommt hier Stein hin. Und zwar nur 2 hoch. Weil wir ja den Berg hier anpassen wollten, genau. Müssen wir mal gucken, wie wir da... Oh Gott, ey, wie soll man das denn machen? Mit der Schaufel natürlich, ne? So. Eins, zwei. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Moment mal, Freunde, Moment. Wenn wir hier 8 haben, das heißt, wir könnten hier eigentlich... Eins, zwei, so. So, das wird dann grün. Und bis hier haben wir das. Mach hieraus mal solche Steine. Also Ziegelsteine. Steinziegel, so. Und dann ist es ja so. Dann ist nämlich Feierabend. Das ist nämlich das Ende der Terrasse. Na, so. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so richtig ist, was ich hier wieder mache. Oh Mann, Mann, Mann. Ich fabriziere doch hier wieder irgendeinen Mist. Komm, wachs da mal rüber, denn. Jawohl, ich lasse das und dann mache ich einfach so eine Sitzecke, ne? So eine Chill-Ecke. So. Das ist halt so eine grüne Fläche. So. Und hier kommt dann. Genau. Der muss weg. Der muss auch weg. Dafür kommt hier der hin. Und hier das. So, genau. Ja, so passt das. Da kommt dann überall das Gras hin. Hier wächst dann auch Gras. Zack, zack. Und da auch. Okay, okay. Ja, so ist das gut. So, hier buddeln wir weg. Haben wir gleich ein paar Pfingstrosen. Hier gehen wir nämlich direkt straff durch. Wie so eine Kettensäge. 1, 2.
denn wir brauchen hier den Platz. Wir sind jung und brauchen den Platz, genau. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich die Pfingstrose hier nicht aufnehmen, den Flieger oder was das ist? Interessant, auf dieser Seite haben wir auch ein Loch. Also so wie da hinten, ne? Hier haben wir die Kuhle. So. Ob das Zeichen sind? Gottes Zeichen von Spawn! So. So weit, so schick. Zack, 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 zack. Ja, hier müssen wir ja irgendwie noch weiter. Bis hier. Ich wollte gerade sagen, was ist das hier für einer? Was ist denn hier? Zack, 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 zack. Bis hier nur, ist doch kein Problem. Ziehen wir halt die Mauer so bis hier. Okay. Okay. Dann können wir jetzt das Plateau planen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 7 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, 7, das wäre dann hier. So, bis hier. Okay. Und man hätte dann hier die Möglichkeit, einen natürlich freizulassen und dann mal hier Wasser. Nee, warte mal, wie geht mir das mit den Kürbissen? In der Mitte Kürbis, das heißt hier Wasser, Pflanze, Kürbis, Kürbis. Pflanze, Wasser. Hier ist es blöd. Ich meine, 7x7 ist gar keine schlechte Sache, ne? Weil wir denn hier echt schön Platz hätten. Da könnte man dann auch nochmal separat Getreide anpflanzen. Okay, wir gehen aber erstmal hier. So, machen wir das einfach. Komm, wir machen einfach. Wir bauen einfach. Planen ist ja eh was für Mädchen. Was? Nein, natürlich nicht. Doch. Was? Nein. Ja. So, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Falsch. La 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 la. So, das hier. Ja, genau. So habe ich mir nämlich das gedacht. Dass dann hier so ein Durchgang hinkommt. So. So ungefähr, ne? Wir müssen hier jetzt mal kurz gucken, wie wir das hier machen. Da möchte ich eigentlich schon ganz gerne so ein paar Holzstufen haben. Na, kein Platz. Weg, weg, zack. So, 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 so. So, so, so. So. So, ein paar Holzstufen. Und dann haben wir hier den Weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das war zu viel. Und es wird schon wieder Nacht, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, immer nachts.
Aber wir haben unser Bett dabei. So. Schlafen. Schlafi, schlafi, schlafi. Hunger. Ich habe immer Hunger, wenn ich schlafen gehe. Und dann kann ich nicht schlafen. Dann muss ich mal was essen und dann Folge gegessen im Magen. Kann man natürlich besser liegen. So, mein Kaffee ist jetzt auch bald leer. Der Mann, ist der denn noch da? Na klar. Oh oh. Ding, 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 na? Wird's denn noch? Wenn nicht, wäre das ziemlich ärgerlich. Komm schon. Komm schon! Oh, Mann, komm schon! Lass mich nicht hängen! Ah. Mein nervöser Blick ist immer oben auf der Karte. Oh, da ist schon wieder irgendjemand. Oh, 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 da kommen sie. Oh, verdammt. Oh, oh. Oh je, oh je. Ja, das ist immer so eine Sache mit aufnehmen, ne? Also, wenn dann andere auch auf der Welt sind, dann... Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, du bist erstmal dran, jemand von... Ach, ach, hey, guckt euch das an. Alles voll. Alles voll mit denen. Okay, hier gerade nicht. Oh, irgendwo sind noch welche. Oh je. Ja, was ich sagen wollte, das ist immer so eine Sache mit den... mit den Aufnahmen dann, ne? Also wenn dann auch andere da sind, dann ist es immer sehr schwierig... die passende Zeit zu haben und ja... Naja. Ist ja bisher nichts passiert, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber wir gehen mal hoch, weil ich glaube, oben ist irgendwie was. Ne, die sind jetzt gerade weggespawnt, okay. Alles klar, wir brauchen auf jeden Fall Umwach, Leute. So, ne, wie gesagt, das müsste dann eigentlich die Mitte sein. Das heißt, hier ist die Mitte und dann hat man hier links, rechts und Plateau und kann dann so runtergucken auf den Garten. Und dann ist hier diese ganze Fläche voll mit Getreide und hier so Kartoffeln oder Mohrrüben, ne? Und hier kann man dann nochmal so ein bisschen chillen, kann man sich hier hinstellen und dann hat man hier nochmal einen Überblick. Ja, ja, so ist das. Was brauchen wir jetzt nicht? Genau, wir brauchen... Haha. Wir brauchen von hier unten etwas. Ja, Kies können wir auch mitnehmen, ja klar. Aber eigentlich wollte ich... Hallöchen. Ja gut, dann müssen wir das so machen. Wir müssen Cobblestone mitnehmen und dann müssen wir uns einen Ofen mitnehmen. Und nehmen wir uns gleich zwei mit. Achso, das sind Spenden. Einer reicht, so. Und Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Kohle, wir können Pfeile bauen ohne Ende, das ist euch klar. Auch nur Federn dafür. Priolist Atmung, was Arafe, ja. So, weiter geht's, ne? Weiter geht's. Letzte Folge, denke ich mal, der Aufnahme. Und, wir haben immer noch nicht viel geschafft, ne? Wobei, so ein bisschen haben wir ja was geschafft. So, der Ofen. Ofen, Ofen, Ofen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch Ofen mitgenommen. Flup. 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 So, wir haben hier... den Boden. Und hier haben wir den Weg. Das heißt, hier kann Kies hin.
muss weg. Und hier muss nochmal Kies. Aber damit der Kies auch nicht verrutscht, kriegt er hier wahrscheinlich... Warte mal, so. So, so. Das sind ja dann die beiden Übergänge zum... zu dem Beet hier, ne? So. So, ja. Soße. Okay, dann haben wir hier. Hier muss dann mit Erde gefüllt werden. So. Okay, dann haben wir hier 4 und dann geht's runter, ne? Zack, 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 zack. Aber wie viel runter? Wie viel? Wir machen da am besten so eine Holzstufe. Warte mal. Nicht die, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So müsste das reichen. Zack, zack, zack. 48 reichen auf jeden Fall. So. Dann machen wir hier eine Stufe. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier wieder Kies. Kies. Kies, Richards. Ah, der war schlecht, ne? Nein, der war super. Ich finde so eine Wortspiele war richtig gut. So. Zack, 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 genau. Das Ganze geht dann natürlich bis hier unten zur Kante. Ein tiefer. Ein tiefer. So in etwa. Ja, das Wichtige ist nämlich das Getreidefeld. Oh je, was hab ich denn da gebaut? Ja, das habe ich mir auch gedacht, Freunde. Das habe ich mir auch sofort gedacht. Genau das habe ich gedacht. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, und hier. Kommt Erde. Oder mache ich das hier auch so? Warte mal, wie mache ich denn das am besten? Nö, eigentlich möchte ich da sowas nicht haben. Nö, ich habe schon, ich habe da schon so eine kleine Idee. Könnt ihr mir glauben? Oder halt nicht. Okay. Das muss auch weg. Das hier muss weg. Ja, wir fuschen jetzt hier ein bisschen, ne? Also indirekt fuschen wir. Warum indirekt? Weil, weil man das eigentlich nicht sieht. So, so. Und hier müssen wir so. So, und zwar geht es jetzt hier. So, 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 so. Falsch. So, genau. Ja, da kommen auch welche hin. Ja, kann man machen, ist kein Problem. Hier einer. Und dann geht's nämlich hier so. Genau, so, so, so. So, 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 so. Eine Menge Arbeit, aber die wird sich lohnen. La 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 la
Richtig viel Arbeit ist das. So. Genau, hier kommen jetzt Cobblestone. Ja, wir müssen die wegweisen und das Cobblestone packen, weil die Mauer muss ja auch ein bisschen massiver sein und stützend und naja. So. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Der Clou an der Sache. Warte mal. Nur auf 75, das passt so. Jo. Ah, fehlt einer. Kein Problem, wir gehen nämlich hoch. Gehen kurz hier ran und holen uns hier diese Steine und dann brauchen wir davon noch ein paar mehr. So und so und so und so. So, kommen wir die auch noch? Kommen schon alle? Ah, schade. Zack, passt auf jeden Fall. So, weil hier kommt jetzt einer so. Und so. Seht ihr das? Toll, nicht wahr? Das denke ich mir wohl auch. So, so, so und so. Jetzt nehme ich nochmal so eine Verstärkung für dieses Plateau, damit das halt nicht alles abrutscht. Und wir haben schon wieder abends und das heißt für uns, und auch für den Ofenmann hoffentlich, Bettchenzeit. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, in diesem Sinne, schlaf gut und gute Nacht, ne? Und tschüssi!